So, willkommen zurück zu unserem Citadel-Ausflug. Wir hatten gerade eine totale Absage vom Rat gekriegt und sind jetzt unterwegs. Zug raus. Schauen wir mal, wo der ist. Ich glaube, der ist irgendwo in der C-Sicherheit. Da fummelt einer an Dieser den Kerl hat komischen Leuten rum. irgendetwas Das ist mir vor. völlig schnutzputzegal, die Quest der See verbuggt. So, Bezirke. Koras Nest. Wieso kommen wir da hin? Weiß ich nicht. Präsidium. Gucken wir mal. Botschaften? Nein. Ja, dann würde ich sagen. Ah! Ich erinnere mich. Wir gehen hier mal raus. Laufen weiter. Alles so still hier, meinen Sound ein bisschen Mag lauter drin. sein, aber glauben Sie nicht Und wir alles, fahren da was Sie hinten mit dem hören. Fahrstuhl runter. Aber So sieht's genau nämlich das ist es aus. ja. Man hört es überall. Ich muss sagen, hier ist das Mass Effect, ist das echt mit dem körnigen Blick. Habe ich sonst eigentlich noch nie gesehen irgendwo. Macht das Ganze aber mehr wie ein Video als ein Spiel, finde ich. So, da haben wir den Fahrstuhl. Oh, wundervoll, geht auch schon ab. Huch, zum Präsidium. Ja, bla bla. Und elegante Fahrstuhlmusik. Ja, wie man sich schön anschweigen kann, eben Ich kann einfach. nicht Oh. glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Der Fahrstuhl ist übrigens extrem lange, wie man merkt. Ah, wir laden endlich mal. Ah, und da sind wir schon. Sehr schön. So, gucken wir mal. Hier ist ein Avina, wieder diese komischen Gemächer der Konsortin. Aha. Interessant. Hauptquartier C-Sicherheit. Ich glaube, da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen da von links herumgehen. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Das weiß man Bitte nicht. stören Sie die Kiefer nicht. Bitte stören Sie die Kipper nicht. Ich sagte Ihnen doch schon, dass. Ja, hier kann man sich sehr leicht verlaufen. Hauptquartier Sicherheit. Das bedeutet, wir müssen da lang, dann da hoch und dann hier und da so rein. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die C-Sicherheit irgendwie da vorne ist. Ich weiß nicht, ich laufe total falsch und da ist eigentlich ein Koras Nest oder irgendwie sowas, weil deswegen können wir da auch jetzt schon hin. Koras Nest, ne, da war doch gar nichts. Naja, schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Wegbeschreibung. Oder du sitzt, wir müssen hinten oder vorne dran lang. Ah, wir gehen einfach von vorne dran lang. Wir genießen ein bisschen den Ausblick hier. Und das Citadel. Und da ist die C-Sicherheitsakademie. Wundervoll, haben wir es gefunden. Dann gehen wir mal da rein. Oh, auch mit einem Fahrstuhl. Meine Güte. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Tja, auch hier die Nachrichten in unserem tollen Fahrstuhl-Expresszug auf dem Weg zur C-Sicherheit. So, da sind wir. Schauen wir mal auf unsere Karte. So, Ausrüstungsbüro. Okay, ich sehe hier keinen Garus markiert, zumindest. Was steht er hier herum? Da ist auf jeden Fall ein Ding, womit wir herumfahren können. Ah, da sind die C-Sicherheitsbüros. Wir sehen gerade zum Ausrüstungsbüro. Gehen wir doch mal lieber in die andere Richtung. Steht er hier irgendwo? Das ist er auch nicht.
Ist auch keiner da. Okay, ja. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korber, er hat Sie bedroht? Raumlotzentrale. Ein Tracking-Terminal zum Untersuchen. Aha. Gab Erfahrungspunkte noch eins. Oh, 20 Erfahrungspunkte und da ist sogar noch eins. Wundervoll. Schön, dass so viele Menschen für den Zitadell-Sicherheitsdienst arbeiten. Tja, wo immer Garus ist. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Da, 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 da. Wo ist der denn? Hier drin? Nein. Ah, Korras Nest war dieser Harkin. Oh, sagt mir das doch, Leute, ey. Und ich suche hier als diesen Garus. Reißen wir jetzt mal schnell. Und auf. Ziemlich schade, dass man da nicht sieht, was man reißt oder wie das generell mal aussieht. So eine kurze Intro-Antro-Sequenz, die man hätte abbrechen können. Die wäre ja super gewesen. Aber dann tut's halt der bewegliche Ladebildschirm auch. Das ist der. Oh, 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 ein Kampf. Auftragskiller, aha. So, wollen wir mal schauen, was wir mit dem machen, ha? So, jetzt habe ich dich. Was machen wir denn? Was haben wir denn überhitzt? Ja. Bam! Da hätte es uns fast erwischt. Aber richtig. Dumme Tech. Oh Gott, was hat der denn da? Ach du meine Güte. Könnt ihr den mal irgendwie, Das waren Sarens Männer. Also hier wären wir fast raufgegangen. Guckt euch meine Lebensenergieanzeige an. Das ist nicht angenehm. Wow. Ja, hier scheint zumindest alles mal ruhig zu sein. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe euch mal ein bisschen länger gelassen. Tja, die Waffe könnten wir eigentlich mal wieder wegstecken, würde ich mal sagen. Oder wir holen einfach zigtausend andere Waffen raus, wie die Schrotflinten und laufen damit durch. So, das ist kein Problem. Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Ja, diese Krogane sind nicht schlecht, muss man mal sagen. Kann man da mit ihm reden? Ah. Die Hinterzimmer sind privat. Reserviert für Fist und seine Freunde. Was hat der andere Kroganer gewollt? Rex. Persönliche Angelegenheit. Nicht gerade gesprächig, was? Tja, wer ist eigentlich dieser Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Aha. Auf Wiedersehen. Okay. Viel Spaß im Club. Ich hab so das Gefühl, dass wir da auf jeden Fall noch reingehen werden. Da hinten steht auch der andere Kroganer. Ah, da ist auch Haki. Allianz-Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. So, wo ist Garrus? Ich suche einen Officer von der Zitadell-Sicherheit. Einen Turianer namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Was interessiert uns das? Wir töten ihn gleich. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist, bevor es hässlich wird.
Aber es hängt alles zusammen, verstehen Sie? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Aha, also war Captain Anderson, Mr. Chef von Neo. Morpheus, wir nennen den Namen sofort nur noch Morpheus. Auch schon mal ein Spectre. Ich dachte, wir wären der Erste dann. Das kann nicht sein. Warum sollte ich einem Trinker wie Ihnen glauben? Okay, fragen Sie Anderson. Er wird es Ihnen bestimmt sagen. Er ist zu blöd und zu stolz, als dass er Sie direkt anlügen würde. Aber es interessiert uns nicht. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Ich verschwinde. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Tja, und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Schauen wir mal. 3 Punkte zum Verteilen, wir sind wieder ein bisschen abtrünniger geworden. Einschüchtern haben wir noch voll geskillt. Der Techniker bedarf noch ein bisschen der Skillung. Die Schrotflinte werden wir außen vor lassen. Erste Hilfe. Was haben wir denn da? Erste Hilfe regelt 40 Sekunden für alle Verwundungen. Aha. Medigel. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Könnte man fast mal machen. Wir werden aber die Dechiffrierung jetzt erstmal. Oh ne, die Pistole auf jeden Fall. Basispanzerung freischalten. Sehr gut, dann können wir nämlich hier. Ne. Hier. Wo war's? Oh, wir können gar nicht. Normalerweise gibt's dann hier irgendwie so ein Upgrade auf eine bessere Rüstung. Komisch. Ja, okay. Okay, auf jeden Fall erhöht es unsere Schildkapazität ums Doppelte. Dann machen wir auf jeden Fall da noch eins rein. Was haben wir denn hier? Kurz den Alt-Tischfang für welche Tischu zum neuen? Können wir außen vor lassen. Ich weiß nicht, ob ich die erste Hilfe noch mitskillen soll. Ist eigentlich nicht schlecht. Vielleicht kann es aber irgendwann später jemand anderes. Ja, dann machen wir noch die Dechiffrierung, oder? Oder machen wir Dämpfung, da haben wir gleich noch nichts skillt. Machen wir das dann. So. Die haben alle. Oh, siehst du, der hat Erste Hilfe. Wundervoll. Dann haben wir das super gemacht. Und ja. Dann hier erstmal fertig. Gucken wir jetzt nochmal. Was ist das denn? Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Okay. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Oh, ein Stuhl. So, hier, Leute, etwas für euch. Ja, darum geht man auch heute noch in die Clubs. Irgendwie vermisse ich das im zweiten Teil, fällt mir gerade ein. Naja, aber wir haben ja einen Job zu erledigen und werden deshalb weitermachen. Ich suche eigentlich immer noch den anderen Kroganer. Mich wundert es ein bisschen, dass der einfach verschwunden ist. Ich meinte, der steht doch hier rum. Lauf noch mal eine Ehrenrunde. Oder vielleicht reden wir noch mal mit dem Haken. Ja, was wollen Sie? Was wissen Sie über Garrus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird da schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Tja. Ich verschwinde. Wird er wohl aus Gruppen gut gemacht haben. Gut, ja, also noch mal kurz zur Erklärung, wir werden einige Quests auch nicht machen. Ich glaube, man kann den hier auch retten oder so. Oder irgendwie, von seiner Trinkerei abbringen. Aber das würde uns dann diese guten Punkte geben. Und warum da wir hier auch, Anderson uns nicht gesagt, dass er da wir hier auch böse spielen, vielleicht stimmt das nicht. Machen wir das natürlich nicht. Ich wette, der spielt nur mit uns. So, gehen wir mal raus. Der hat gemeint, der wäre bei der Ärztin. Schauen wir mal, wie wir hier da hinkommen. Das sind die laufen wir zu den unteren Märkten. Da müssten wir eigentlich auch hinkommen zu oberen Bezirke, oberen Märkten. Wir laufen mal da lang. Gucken mal, was es hier so Tolles gibt. Ich meine, wir haben ja eh keine Kohle.
so wie ich das mitgekriegt habe. Schauen wir nochmal, 1500 davon können wir uns rein überhaupt nicht leisten. Verkaufen lohnt sich auch noch nicht, da wir noch viel zu wenig Stahl haben. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen komisch aus hier. So ein normaler Einkaufsladen ist es auf jeden Fall nicht. Da kommen wir jetzt schon eher zu den oberen Märkten. Ist das wirklich? Wow, Sie sind es! Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Oh mein Gott, wer ist das? Kennen wir uns? Nein. Nein, ich bin bloß ein Fan. Eigentlich sogar einer Ihrer größten Fans. Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Ach Gott, ein Gruppio, mein Gott. Ich habe keine Zeit für sowas, Konrad. Ich bin nicht hier, um als Vorbild zu dienen. Oh, verstehe. Commander Shepard hat keine Zeit für die kleinen Leute. Ich möchte Sie natürlich auf dem Weg zu weiteren Heldentaten nicht aufhalten. Ja, so ist es aus. Gut, dass er das gleich schon mal geblickt hat. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Schon sehr atmosphärisch. Ich erinnere mich ein bisschen an Gothic 2 hier mit dem Gelaber von den Leuten, falls ihr das kennt. Da ist man auch durch die Stadt gelaufen, die haben sich unterhalten und sind ihren Dingen nachgegangen. Das war sehr schön, Gothic 2. Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Was will die denn jetzt? Mein Gott, man kann auch hier nicht mal rumlaufen. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was gibt's? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Oh Gott, kriminelle Dinge, ey. Ich bin hier, um meinen Job zu machen, Miss Wong, nicht Ihren. Auf Wiedersehen. Verstehe, Commander. Ich bitte um Entschuldigung. Mhm. Das müssen wir gleich mal melden gehen. Ah, da zur Klinik, wundervoll. Da hat mich mein altes Gedächtnis ja doch nicht im Stich gelassen. So, jetzt sprinten wir mal dahin. Hoffentlich werden wir unterwegs nicht schon wieder aufgehalten. Und da ist die Klinik und deshalb gehen wir da rein. Oh, es spricht. Ich hab's niemandem gesagt, oh. Das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah! Den hat's erwischt. Tja. Oje. So, wir haben auf jeden Fall hier viel zu viele Leute. Shepard, was habe ich denn? Sabotage habe ich noch übrig und Überlastung. Dann, du darfst bei dem Werfen machen. Ja, und du kannst ja Overkill aktivieren. Oh, ich merke gerade, ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Ah, verdammt. Kein Wunder. Schnell wechseln. Oh, jetzt haben wir auch mehr Sachen. Oh, hallo, Kopf. Sehr schön gemacht. Da haben wir noch einen Schläger, der sich hinten versteckt. Schmeißen wir noch meine Granate hin. Das funktioniert. Wir müssen aber irgendwie aufstehen dafür. So. Nein! Ah, ich gehe den anderen Weg. Oh, das sind noch zwei. Oh, hier. Gut, gut, gut. Ah. Gut, dass ihr in einer Klinik seid. Es gibt eh nur noch Leichenteile. Jawohl. Zu viele Lichter, zu viele Geräusche. Oh, eine Erste-Hilfe-Station. Sehr gut. Da ist Garrus, der sich irgendwie um nichts interessiert. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Hm. Sie haben ihn sauber getroffen. Manchmal hat man Glück. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. So, jetzt mal raus. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Quarianerin? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war.
Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Nur weiter. Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Ja, vielleicht Beweise, ja. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die geht? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Noch haben wir nichts. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Na gut. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ja, dieser Krogane, ey. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Der könnte uns aber nützen. Kroganer sind immer gutes Kanonenfutter. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Ah, okay, wir können jetzt mal einen raustun. Tja, würde ich sagen, er schlägt die pure Feuerkraft, der Biotiker. Der hat gerne ein bisschen beides. Machen wir den einfach weg. Weil, oh, Tisch, ja, weg damit. Das bin nämlich ich schon. Dann nehmen wir Garrus mit und die Ashley. Und Abträglichkeitspunkte, das ist natürlich super. Tja, dann wollen wir mal. Und gehen jetzt zur Citadel Sicherheit. Da müssen wir uns ja eigentlich auch hin. Ah, da geht's ja runter. Seht sich als Akademie. Perfekt. Dieser Gang kommt mir auch sehr bekannt vor von Man in Black. Das war letztens im TV drauf, vielleicht hat es jemand von euch gesehen. Hier müsste noch einer auf einem kleinen Stuhl sitzen, dann wäre das echt perfekt. Oh, mein Fahrstuhl. Komischer Fahrstuhl. Da. Und auch so schnell, wie man sieht. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Komisch, ich dachte, dass die herausfinden, was die Proteaner sind, kommt erst im zweiten Teil. Vielleicht kann mich jemand von euch aufklären. So, da ist die C-Sicherheit. Wir sind jetzt im Fahrstuhl. Hier müsste auch dieser Rexing sein. Da ist er schon. Perfekt. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Kenne ich Sie? Ich suche Fist. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Jetzt erkenne ich Sie. Commander Shepard von der Allianz. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Hier. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Wir werden uns bestimmt gut vertragen, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Tja, dann nehmen wir doch jetzt mal unsere zwei Neuen einfach mit. Ich bin nämlich hier Tech gewandt. Oh ne, Garrus ist auch noch Tech gewandt. Biotik haben wir nicht viel. Gott, wer braucht schon Biotik? Und auf geht's.
So, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Transporter und starten dann Korras Nest. Eine kleine Untersuchung ab. Ich habe vergessen, wo ich bin. Da ist nur die Raumbus. Ah, bin da zurück. Verdammt. Hier auf der Citadel ist es echt Hölle. Man verläuft sich da ohne Ende. Die Karte unten rechts bringt natürlich auch nichts, beziehungsweise der tolle Radar. Ah, da vorne. Wundervoll. So, und wie es dann in der im Korras Nest aussieht, wenn wir dann Fist ausräuchern, hier mit unserem krassen Kroganer und hinten unserem Scharfschützen Garrus, sehen wir im nächsten Part. Haltet euch also bereit. Bis dann, euer Cyril.